haben hier einen ein von Rick und Morty, das ist ein Ricks Chip. Es ist falsch rum. Damit man das nicht kaputt macht, nimmt man eigentlich immer einen Meterstab, damit man die Schachtel nicht kaputt macht. Also da hebt man das vorsichtig an, fahrt da rein und dreht den so leicht. Und dann reißt man dieses Eck nicht auf. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Fahren da ein bisschen rein, drehen das, dann geht das schön auf. Dann haben wir das jetzt unversehrt geöffnet. Und dann kann man jetzt das Ganze rauskippen. Da sieht man es jetzt nochmal richtig rum. Ein Exclusive? Ja. Ist ursprünglich, ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Exclusive war. Haben wir dann noch so einen Hintergrund, der ist jetzt Special schon ein Edition. Bisschen. Und dann machen wir den wieder raus. Ist jetzt dein Privater? Das ist mein Privater. Es ist schade, dass die nicht wirklich radeln sind. Aber ich muss jetzt die Geräusche machen. Ist schon schön. Ich weiß, mit welcher Energiequelle das fliegt. Mit welcher? Mit einem Miniverse. Ist es nicht das Auto? Ich weiß gar nicht. Doch, es müsste eigentlich schon mit einem Miniverse fliegen. Das war doch das. Ja, ja. Sein Auto ist ja sein Raumschiff. Das war eigentlich so, das Baby. Das sind Mülltonnen. Ja. Beachte umgedrehte Mülltonnen. Genies benutzen Mülltonnen. Oh, aber Rick hat Haarausfall. Ist dir schon mal aufgefallen? Rick hat Haarprobleme? Hat hinten keine Haare. Glatze. Sowas. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ist authentisch, ja. Und das sind Taschenlampen, oder? Die, wo da hingeklebt sind. Ja. Mit Klebeband. Duct Tape, der Freund eines jeden Erfinders. Ja, schon schön. Falsches Universum. Falsches Universum. Schaut, man kann dann aber. Doch, kann man den nicht aufmachen? Nein. Der hat aber dann so ein Schutzding hinten noch drin, schau. Was? Ach, das ist nur Schutzplastik, dann muss man ja aufmachen können eigentlich. Oder sie haben das vergessen, dieses Schutzding. Oder das ist, damit er innen drin nicht wackelt, damit er nicht Position verliert. Wahrscheinlich. Ah, ja. Damit er die damit Position er nicht verliert. Umfällt. Weil das, der sitzt da wahrscheinlich. Der ist da wahrscheinlich eingegossen. Aber der schaut sehr aggressiv. Mitten in der Schlacht mit der Föderation. Und was hat er für das Aufkleber drauf? I love Shelter, oder was? Ach, Schlimis! Oh, ich liebe auch Schlimis. Schlimis? Schlimis! Ich weiß gerade nicht mehr, was Schlimis sind. I? Soll das Love heißen? Nee, ich glaube, das ist ein Stinkefinger. I fuck. I fuck Schlimis. Darf ich nicht sagen, oder? Schlimis. Beep, I beep, Schlimis. Was sind Schlimis? Und was ist das da? Das ist Ohio, das ist seine Plakette, Autoplakette. Ah, okay. Ja. Jetzt wissen wir, er kommt aus Ohio. Da unten sind Schrauben. Man könnte es also irgendwie aufschrauben. Das ja, macht aber man du willst aber doch keinen Funko Pop aufschrauben. Du hast ihn schon ausgepackt, jetzt kannst du machen, was du willst. Er ist komplett entwertet. Es ist, nein, die Schachtel ist noch intakt. Und außerdem ist es sein, also wenn du ihn aufschrauben willst. Und was ist denn mit dem Eck passiert? Ja, das ist bei so Oversized ist das immer mal, dass das irgendwie, ja, da hinten an dem Eck ist ja, es auch nicht. Ja, deswegen ist es auch deiner. Deswegen ist es auch ein ja, Pop. Also ich nehme dann es immer ist die. Tatsächlich so, wenn wir für uns selber privat welche behalten, dann nehmen wir meistens die Beschädigten für uns. Kann ich hier auch an meinem. Die intakten für die Kunden. Weiß ich, ob man das sieht. Bleiben. Das ist eine Stresslinie, ja. Das ist nicht meine Stresslinie? Ja, das ist eine Stresslinie. Die entsteht, wenn die Verpackung noch feucht ist und sie dann zusammen. Ah, also ich bin Outbox-Sammler, von daher habe ich da kein Problem mit. Bei mir ist. Ich mache schon Inbox. Aber in und out. Also, tun wir wieder rein. Und? Dein Fazit? Ja, super. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht andersrum. Räumliches Vorstellungsvermögen. Gibt's noch irgendwas zu Rick und Morty allgemein zu sagen? Ich habe die zweite Staffel schon wieder vergessen. Muss ich nochmal anschauen. Ist einfach toll. Das ist richtig. Nee, war schon. Die Katzen sind eh auch in beide Richtungen, fliegen überall hin. Ja, im Weltraum gibt es kein oben und unten, passt schon. Genau. Aber dann, das heißt ja, dieses Raumschiff fliegt nicht im Weltall, sondern es fliegt im Katzen-Zwischenuniversum. Machst es so als Boden, gibt ja kein oben und unten. Eben. Ja. Jetzt parkt er auf einen Haufen Katzen.
So.